Abszess im Sprunggelenk. Morgen ist OP. Und in 3 Tagen bin ich dann hoffentlich wieder draußen. Und? Weswegen sind Sie hier? Mein Mann liegt hier. Hm. Na, Ihr erstes Kind? Ich glaube, ich pack das nicht. Das habe ich beim ersten Mal auch gedacht. Das war aber auch wie im Horrorfilm. Die Betäubungsspritzen haben nicht gewirkt. Meine Frau ist zu einer keifenden Furie mutiert. Und dann spritzen plötzlich die Blutfontänen. Das Blut? Ich kann Ihnen nur Ratenzahlung anbieten. Zum Beispiel sagen wir mal heute 30% der Gesamtsumme und dann pro Tag 10 Cent und in 7 Tagen haben Sie dann Ihren Euro. Was ist denn mit der Verzinsung von den 70 Cent? Meine Uhr okay? Die ist doch nichts wert. Echt Rot-Gold, 24 Karat. Macht Spaß, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Dito. Hey, Kirsch! Wir sind dann in eine kleine Bar und haben uns mit Uso volllaufen lassen und dann ab ins Bett. Nix Jesolo. Wir haben die schönste und reinste Beziehung gehabt, die je irgendein Mensch gehabt hat. Ja, sei Alte, die ist natürlich wahnsinnig eifersüchtig gewesen und die ganze Zeit in unserer Nähe umherscherwenzelt. Oder sie hat uns ihren jüngsten Sohn auf den Hals gehetzt, als Spion. Ja, und dann bin ich einmal mit einem Griechen saufen gegangen. Der Tillmann ist plötzlich durchgedreht, hat mit mir zum Schreien angefangen und hat den Griechen zusammenschlagen. Ich renn davon, spring in Tillmann sein Motorboot, wo noch der Schlüssel drin steckt ist, fahr an. Und aus der anderen Seite am Steg ist auch schon die Frau Tillmann gerannt gekommen und hat angeschrien, Tillmann, Tillmann! Ich will zu ihr hinfahren. Ich war ja völlig betrunken natürlich. Und ras genau neben mir ins Steg rein. Sie platscht ins Wasser und das sauft vor meinen Augen. Hi? Alles, auch das Motorboot, war restlos hi. Aber restlos. Ja, die war nicht Schwimmerin. Ich mein, wenn ich schon am Meer wohne, die ganze Zeit. Aber ich weiß, der liebt mich noch immer.